Eieiei. So, damit willkommen zurück bei mir, Leute. Hey und so. Wir sind gestorben. Hallo und so. Alter, meine Hand. Sie zittert immer noch. Ich hätte einfach auf meinem Bogen bleiben sollen, ne? Ewig sucht die alte Hühner, dann nutzt sie ihren Bogen nicht richtig. Ja. Ich hätte meine Schneefestung schneller bauen sollen. Ich dachte halt auch erst, du hast mich schon gesehen. Nein, ich habe meine Schneefestung. Ich war im Tunnel. Ich bin halt so durch die Gegend gelaufen, hatte mich erst noch so beschwert, ja, ich sehe die ganze Zeit niemanden. Ja, und auf einmal ploppst du dann so bei mir auf, bist ab und zu wieder weg. Und dann so kurz einen Herzinfarkt bekommen. Und halt. Ich dachte, es war für mich halt wichtig, meine Schneefestung jetzt noch fertig zu bauen. Ja. Dann habe ich halt alles ausgeblendet. Du hattest dich halt eine Zeit lang hinter deiner Festung nicht mehr bewegt. Und deswegen dachte ich, okay, er hat mich gesehen. Und dann ist völlig gut, was komme ich? Oh, ich kann es nicht mal schreiben. Ich musste ja meine Schneeblöcke craften. Und ja, stand ich natürlich. Das ist halt schon wichtig. So, jetzt die 9. Folge, ey. Hoffentlich ist krasse Scheiß, vorbei du. Hier. Ich habe 8 Folgen, naja, fast überlebt. Was? Okay, live, GG. Sie stirbt einfach zum zweiten Mal. Damit ist er live offiziell dritte. Live, chill jetzt, wir haben's verstanden. Was machst du gerade? Ich bin einfach runtergefallen. Ich hab nichts gemacht, ich konnte nichts machen. Okay, dann hast du jetzt gerade meine ganzen Sachen hier. Oh. Ja, dann ist noch jetzt am Chillen. Passt alles, oder wie? Alive? Ja, jetzt ist alles gut. Okay. Also Alive, du bist nicht nur als erstes gestorben, sondern sogar dreimal. Ich weiß warum. Okay, dadurch, dass du OP bist, darf ich bei dir nicht mal Fly wegnehmen. Echt, ey? Ja. Was soll ich? Also sowas. Aber ich nehme dir das nicht mehr übel, daher du mich vorhin retten wolltest. Fand ich nett. Aber leider hast du es nicht geschafft. Ja. Da bin ich ja Vierte geworden, ne? Hab ich da recht? Boah, Alter, PvP-Event, kein PvP-Erfahrung, Vierte, ja! Yeah. Ich hatte Josh getötet, oder? Ja, ich hatte schon zweimal Nahtoderfahrungen. Einerseits habe ich schon mit der Border gekuschelt gehabt. Ja. Und andererseits bin ich vom Berg runtergefallen beinahe. Das war lustig, Alter. Ich hatte einfach den Border nehmen und denkst dir so, fuck. Oh, Junge. Das ist die Frage, drängen wir die jetzt in dieser Folge noch in die Mitte? Ich glaube, das macht die Border von alleine. Ich würde sagen, so langsam, glaube ich, Josh langweilt sich, oder? Ja, der hockt da nur oben rum, der macht nichts. Ja, eben. Das ist ja mal mega langweilig. Und Danzer steht nur da, hä? Der sortiert gerade seine Items da. Ach so. Sag mal, Manu, hast du eigentlich vorhin Josh gesehen? Nee. Oh. Nicht hier auf dem Plateau? Habt ihr euch nicht gesehen? Nee. Okay. Hier bei den fliegenden Rentieren. Ja, genau. Wo du da runtergeklettert bist. Ich dachte, du hättest wenigstens ihn gesehen. Wo ich noch meine Flugübung gemacht habe. Ja, genau. Ja. War spektakulär. Ich habe mich immer wieder umgeguckt, aber ich sah irgendwie niemanden. Ah, der war genau da vorne an der Klippe. Also entweder hat er dich gesehen. Jetzt geht hier Danze raus. So, ich weiß nicht. Oder? Geht Danze raus? Er hat dich gesehen. Geh jetzt halt raus hier, Junge, Mensch. Vor allem hier unten ist ein Apfel, wirklich? Warum? Oder hat er so wenig Leben gehabt? Definitiv nicht. Hat das vorhin jemanden kurz in einem Schild? Das war dann so selbst. Hat jemanden gesehen. Da habe ich erst so gedacht, shit, dass er mich gesehen habe, dann ist mir aufgefallen. Ich hatte doch gar kein Schild. Erstmal schnell ein Schild grafen da ganz oben. Das war super. So, jetzt geht er aber hier zur Mitte. Will der jetzt auch mal was machen, oder? Aktuell rennt er noch im Kreis. Wir stalken dann so ein bisschen, das ist schön. Ja, weil es bei ihm. Fühlt sich auch beobachtet, Alter. Josh müsste einfach oben ein bisschen rumschauen, dann würde er nämlich Danze, glaube ich, schon sehen. Oder? Oh, ich glaube nicht, dass es so weit geht. Gar nicht. Wo ist eigentlich die Border, mein bester Freund? Der Berg da oben ist die Mitte. Ja, der Berg da oben ist. Ich war einfach dreimal schon. Ach so, darum wartet er da oben. Ja, Danze ist gerade ganz weit. Ja, da ist die Border. Hallo, Border. Ich hasse dich. Warum hockt er da oben? Was ein Weichei. Aber er macht die gleiche Taktik wie letztes Mal mit Neo. Immer diese abwarten und dann halt so eine Mauer aufbauen. Ja.
Ich suche mal gerade meine Schneefestung. Da habe ich mich einfach breit gemacht mit meinen Büchern und meinem Zaubertisch. Ja, genau. Aber jetzt. Achso, Danze craftet nochmal was. Das heißt, Danze will sich nochmal richtig vorbereiten. Krasser Scheiß, du. Dann hoffen wir aber, dass er das in der Folge noch schafft. Ja, bitte. Ich will jetzt eigentlich bitte. Nicht 3 Folgen tot rumfliegen. Ja, fühlt sich gut an. So. Das glaube ich dir. Ohne Action. Alter, das. Die Border, Junge. Die Border. Hey, schaut euch den Schnee mal an, ey. Hält einen kompletten Armbürst in der Luft. Krasser Scheiß. Geil. Das Problem ist ja, wenn dann sie sich nicht beeilt und dann halt die Border immer näher kommt, er kommt halt nicht rechtzeitig auf den Berg. Ja, doch, das dürfte gehen. Ich bin auch unter Tage gewesen, als ich mich vor der Border fliehen musste. Und ich stand halt wirklich direkt daneben und war unten bei Höhe 9 oder so. Oh, hoch auf meine Tierhacke. Ja, es war auch Herzschlag, bis ich aus dem Berg draußen war. Die hat mir den Tod gewünscht. Nein. Überhaupt nicht. Deswegen weiß ich, es war schlimm. Ich war schon bei der Mitte und dann dachte ich mir so, ich habe irgendwie noch nicht wirklich viel gefunden gehabt. Bin nochmal losgegangen, um Häuser zu suchen, weil ich kaum Häuser gefunden habe. Geh halt in die Mitte, Danze, Mensch. Okay, wo? Okay, wo? Bei Weihnachtsmann. Ja, Josh will Heimatvorteil. Ja, der kennt ja jetzt schon jeden Stein. Richtig. Ich finde es auch voll nicht nett, dass mein Haus gebrannt hat. Da gehst du da so hin und denkst dir nichts Böses, brennt einfach dein Haus. Da hat auch jemand Eisen gehabt, sich mit Eisen hier lang zu bauen. Oh, Waffenstillstand, bis beide oben sind. Können wir sagen, dass sie jetzt beide verloren haben, weil sie sich abgesprochen haben? Ja, also. Da bin ich Zweite? Ja, stimmt, damit hätte ich mal. Jetzt muss Tim einfach. Ja. Die hat die beste Statistik. Wo ist eigentlich Josh? Da oben steht immer noch, der steht neben dem Hashtag. Na, der Shit sind sie da. Alter, jetzt geht's los, Leute. Einfach mal mit können wir jetzt den Tee überall platzieren und anzünden. Ja, das ist das nächstes Mal. Jetzt geht's los, Leute. Das geht endlich zu Ende. Ja, wo ist dann sie denn? Ach, da. Oh. Ja, die sind jetzt da schon. Noch Lederschuhe, ne? Okay. Die sind voll gut. Okay. Mit Stecke 4 Bogen. Die sind die besten. Weißt du es nicht? Hast nicht geschaut, was so eine Verzauberung drauf ist? Ja, schon, aber ich hab sie trotzdem irgendwann weggeschmissen. Ich auch. Ich hab die gar nicht das mitgenommen. Bin allergisch gegen Leder. Ich hätte halt wirklich mit Bogen draufhalten sollen, weil so wie es aussah, hatte Josh zu dem Zeitpunkt keinen Bogen. Mann. Oh, dann hat bei mir auch nur erstmal schön die Pfeile gespammt. Ich war halt auch dauerhaft unterwegs und hab nach Hühnern gesucht, ne? Es war echt nicht schön. Oh. Aber ich glaube Josh, oder? Piu, piu. Weiß es nicht. Dann das spammt zu sehr mit seinen. Wenn Josh schon wieder gewinnt, das wäre aber. Ja. Oh, das ist. Oh, Mann! Gewonnen. Vor allem hat Danze zu oft Hacker, zu schnell nachgeschlagen. Das konnte nicht aufladen, sein Schwert. Ja, hi du! Der Bogen! Ja. Der Bogen! Bitteschön! Danke sehr! Ich hätte weiter spammen sollen! Shit! Stärke 4! Ne, Stärke 3? Stärke 2! Da ich war einfach die ganze Zeit unterwegs und hab nach Hühnern gesucht wegen Pfeilen, das war so schlimm. Ich hab mir meine Pfeile beim NPC geholt. Ach, deswegen hast du gehandelt! Einfach beim NPC geholt. Oh. Ich hatte Glück, dass du mich nicht mit den ersten Pfeilen getroffen hast. Wie viele Leben hattest du noch? Das will ich jetzt wissen. Nach dem ersten Treffer war ich instant auf Half-Life. Oh fuck, ey! Leck mir doch, Mann! Ich bin dann gelaufen, hab mir dann schnell einen goldenen Apfel reingehauen, hab ich den gerade gefressen, hast den nächsten Hit gesetzt. Ich so, boah, nächsten Hit. Mann! Das so eine Scheiße, Alter. Ja, seht ihr mal, ich hätte beinahe den Gewinner getötet, als größter PvP-Noob, den es hier gibt, wahrscheinlich. Boah, 2,5, glaube ich. Nein! Oh Mann, ich wollte mich halt gerade mit einer Enderpelle wegteleportieren. Ach, Leute. Den Slot nicht getroffen. Ding, ich war kurzzeitig irritiert, als Kytos down gegangen ist. Weil wir halt auch in dem Moment am Battlen waren. Da bin ich so, hä? Das ist down gegangen.
Moment, das ist ja nicht. Ich hab mich so erschreckt, ey. Ich so, okay. Ich auch! Ich hab hier oben so schon mal so hingekämmt, so, ja, okay, erstmal ganz in die Kanten abgeguckt, so, ja, okay. Und auf einmal. ich bin halt erstmal an Marvin vorbeigerannt. Ich hab das nicht gesehen und dreht mich so, Moment, Scheiße, da war was. Oh, Leute. Ah, ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich hab den Feuerwerk nicht gefunden. Warte, ich hab eine, noch. Ich eine hab noch eine Sache kurz noch. Josh, hattest du nicht gesagt, beim Nikolaus gab's kein Loot? Das war ich. Ich dachte, der wenn, da war nichts drin gewesen. Ich war schon oben und hab geguckt. Ich war auch drin. Mann! Drei Leute waren da und alle haben gedacht, nee, da ist nichts. Da hat man es von außen super gesehen. Gab's nicht eigentlich noch mehr? Ich hab sogar oben geguckt gehabt. Ich. Ach, lol. Und auf dem Geweih war auch noch eine Kiste. Ach, lol. Ja, es waren mehrere Rentiere. Das Ding ist. Ach so, okay. Ich würde mich auf jeden Fall an dieser Stelle mal bedanken. Und ihr könnt gerne herzlich in diese Diskussion in den Kommentaren einsteigen. Und welche Szene euch gefallen hat. Oh, ich schaue. Denkt dran, es gibt Keys zu gewinnen noch die ganze Zeit. Da wollte ich echt mal fragen. Ich habe kaum Häuser gefunden. Ich habe drei Dörfer gefunden gehabt und eine Mine ganz am Anfang. Ende der ersten Folge hatte ich direkt eine Mine. Aber kaum Häuser. Und ich würde sagen, Tim schlimm. Und ich geben für jeden noch einen Key raus. Bei jedem Zuschauer darf eine Person, also gibt eine raus, das heißt keiner doppelt, geben wir einen Key raus. Einfach Family Battle 2 als Hashtag drunter schreiben und ja. Die ersten, cool. die schreiben, die kriegen's und das nehmen wir aus dem Pool von den nicht gefundenen Keys und dann denke ich, ist jeder zum Abschluss. Also das wäre cool. Sollten wir dann nochmal. Könnt ihr auch. Hat einfach jeder nochmal eine Chance. Jeder nochmal eine Chance. Das war so der Wahnsinn, Alter. Das könnten bei den Leuten, die jetzt nicht mehr aufgenommen haben, die können das dann einfach auf Twitter schreiben und dann soll da einfach hintergeschrieben werden oder ja. Einfach dann bei einem bei Danse oder mir drunter schreiben mit dem Namen von einem. Ich habe auch noch die letzte Ding aufgenommen. Oder Rip Live. Zählt der Live dann dreifach? Oh, ja. Leute, jetzt ist aber erst Halbzeit, ne? Ja, Leute, Halbzeit. Halbzeit hatten wir mal zweimal, das war schön. Ich bedanke mich auch, wie gesagt. Ich denke, mit dieser Kleinigkeit sind dann auch nochmal alle ein bisschen glücklich am Ende. Und frohes neues Jahr nochmal rückwirkend. Welche Folge waren wir? Können die rein theoretisch schon sein, oder? Folge 9, wir sind schon durch. Wir sind schon im neuen Jahr. Oh ja, dann frohes neues Jahr, Leute, ja! Ich habe total den Zeitplan vergessen. Ich habe dann auch den. Ich hatte den 26. Advent zwischendurch, den 26. Advent. Das fand ich super. Da habe ich schon einiges verpasst. Ist das schon wieder Mai oder Juni? Ja, ne, krass, ne? Hey, wir haben 22 Uhr. Ja, Mann! Oh, wow. Und das im neuen Jahr. In diesem Sinne bedanke ich mich besonders auch noch bei Tim und Sepp, die für die Technik und für die Administration zuständig waren. Bei allen Leuten, die Steam Keys geschenkt haben, darunter Danse, Kaitos, Tim, Molly. Molly, Alfie und mir selber brauche ich nicht danken. Ich habe den selbst gefunden von mir. Super. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein. Auf Wiedersehen.